Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier, The Northman, ja, das 4K UHD Steelbook. Ja, ein bisschen verspätet hier bei mir. Ich hatte es ja bei Amazon bestellt, aber irgendwie kriegen es die wieder absolut nicht auf die Ketten irgendwie. Ist jetzt wieder irgendwie, was stand da gestern? Gestern soll es ja erscheinen. Und dann stand da irgendwie plötzlich, eine E-Mail kriegt, dass es irgendwann lieferbar ist. Sie melden sich dann wieder, wenn es lieferbar ist. Also schnell woanders geordert, heute auch schon angekommen. The Northman. Ich hatte ein Review dazu gemacht, bin ja sehr begeistert von dem Film. Für mich, ja, der Film des Jahres, so könnte man sagen. Review verlinke ich euch mal hier oben, da glaube ich, und einmal hier unten, wenn euch das interessiert. Ich habe ihn jetzt schon zweimal geschaut, freue mich jetzt drauf, hier den jetzt nochmal von Disc zu schauen. Ein drittes Mal, ich weiß nicht, ich bin absolut begeistert von diesem Film. Aber wie gesagt, schaut euch einfach das Review an. Jetzt schauen wir uns hier mal das Steelbook an, würde ich sagen. So, da haben wir jetzt hier das Steelbook. Ich pack's mal aus. Ist jetzt hier ein bisschen provisorisch heute hier mit dem Unboxing. Machen wir erstmal die Folie ab. Komm her hier. So, Folie weg. Schön hier wieder festgeklebt. Ach, wieder sehr schön hier. Ach, sehr schön. So, dann schauen wir uns erstmal hier die J-Card an. Wie gesagt, 4K Ultra HD, 137 Minuten, die Blu-ray mit am Start. Ja, UHD in Dolby Vision, HDR 10 und so weiter. Also alles an Start hier. Deutsch-Englisch hat Dolby Atmos. Deutsch-Englisch, also beides sogar. Deutsch-Englisch, Dolby Atmos. Das ist schon mal sehr gut. HDR 10 Plus haben wir hier und unten drauf zu stehen, Dolby Vision Atmos, also alles dabei, was ja das Herz begehrt, sagen wir es mal so. Weg damit. So, und schauen wir uns mal das Steelbook an. Hat so ja Hochglanzfront, das ist ja auch sehr, sehr selten heutzutage, leider so ein, ich sage mal, ihr seht ja schon so ein paar, das von dem Aufkleber, aber hier so. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, blendet ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das einfangen kann, so ein bisschen Lackeinschlüsse hier, so wo ein bisschen staubig war, ist wieder leicht doch nur angehustet, Motiv ist jetzt okay hier, hat jetzt aber irgendwie auch nicht groß irgendwas mit dem Film zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt glaube ich diese Szene hier nicht, wo er da steht und da welche mit dem Schiff ankommen, also nicht, dass ich es wüsste und ich habe den Film zweimal gesehen, ist okay das Motiv, ist jetzt nicht wirklich der Hammer, Rückseite natürlich, ja. Was soll ich sagen? Wir machen es mal auf und dann gucken wir mal, dass hier so ein Motiv was rüber geht hier. Ja, so funktioniert sogar hier sehr schön. Also ja, das kriegt ja nicht jeder hin, aber das funktioniert hier sehr gut. Es ist jetzt nicht wirklich schön, sind wir mal ganz ehrlich. Der Schriftzug finde ich ist ganz cool, aber es ist jetzt wirklich kein geiles Motiv irgendwie, bin ich ganz ehrlich. Also es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Es ist okay, mehr aber auch nicht. Ja, wenn das vielleicht neu geprägt wäre, okay. So, in Artwork haben wir hier, die Disc hat doch zum Beispiel schon mal ein viel, viel geileres Motiv, wenn wir mal so ganz ehrlich sind hier. Das ist die UHD. Dann haben wir hier beide selbe Motiv drauf, wie gesagt, die Blu-ray. Und dann hier, das Motiv, das ist vom Druck her, sieht das sehr gut aus, von den Farben auch so dieses, nicht ganz schwarz-weiß, aber so ein bisschen dem Stil angepasst, ist okay, aber schön scharf und so der Druck, also da kann ich jetzt nicht meckern, aber so im Großen und Ganzen, was soll ich sagen, was bleibt, es ist okay. Der Film ist natürlich absolut genial. Darum wollte ich den Film auch unbedingt in dem Steelbook haben. War jetzt auch natürlich wieder mal nicht billig. Ja, so, ich glaube, so um 36 Euro, glaube ich. Nicht gerade günstig. Ist mir für den Film aber wert. Aber ich wollte ihn auch unbedingt im Steelbook haben, weil dieser Film einfach wirklich genial ist. Aber Steelbook ist, ich weiß nicht. Die Motive gefallen mir einfach nicht. Innen drin alles okay, schön, Disc bedruckt, ja. Aber das Steelbook vom Außendings, fand ich, ist jetzt wirklich nicht so toll. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ist eure Meinung zu dem Steelbook? Vielleicht habt ihr den Film schon gesehen, könnt auch gerne hier oder besser schreibt unter dem Review eure Meinung zu dem Film. In diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sind beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.